Ja, servus ihr Lieben und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge LS19 auf der Geiselsberg in der Challenge gegen Black Wolf. Wir haben unser Feld 45 soweit eingesät. Wir haben Weizen drauf gemacht. Weizen war richtig, glaube ich, ne? Weizen hatten wir drauf gemacht, korrekt. Damit wir für die Hühner auf jeden Fall was zur Verfügung stehen haben. Ansonsten, es sieht aus, als wenn es im Wachstum wäre. Das ist sehr gut. Ansonsten, hier teilweise müsste noch gepflügt werden. Das machen wir aber später, wenn es mal hell ist. Ne? Hier müsste gekalkt werden. Das machen wir aber auch später. Ich denke mal, das ist soweit erstmal in Ordnung, dass wir hier natürlich ein bisschen was machen können. Wir werden gucken, dass wir natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen schlafen, damit es wieder hell wird. Wo ist das Hofgebäude? Wo ist das Hofgebäude? Da müsste das Hofgebäude sein. Oder wo ist das Hofgebäude? Oder wir stehen direkt vorne. Wir stehen auch direkt vorne. Ja. Schlafen. Danke. Wie viele Stunden? Wie viel Uhr haben wir? 0 Uhr. 6 Stunden schlafen. Sechs Stunden schlafen, das denke ich mal in Ordnung, schlafen. Gut, dann schlafen wir 6 Stunden. Dann sollte es einigermaßen hell sein. Ja, so hell auch wir nicht, aber ne, es geht. So, ansonsten, Feld 45 ist eingesät, wie gesagt. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier mal den Düngestreuer finden. Wir hatten uns, glaube ich, einen Düngestreuer geholt, ne? Wir hatten uns, glaube ich, einen kleinen Düngestreuer geholt. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig. Wir hatten uns, meine ich, einen geholt. Da hatten wir uns doch keinen Düngestreuer geholt. Ne, hatten wir noch nicht, ne? Den wollten wir uns, glaube ich, noch holen, ne? Den wollten wir uns, glaube ich, noch holen. Aber das, was wir hier haben, da ist kein Düngestreu mit bei. Auch gemietete Geräte, hier ist kein Düngestreu mit bei. Bedeutet, wir brauchen Düngestreuer. Wir brauchen einen Düngestreuer. Bedeutet, wir gehen nochmal Garage, gucken nochmal durch. Aber ich glaube, da ist, wie gesagt, kein Düngestreu mit bei. Nein. Okay, dann gehen wir mal hin und gucken nach einem Düngestreuer. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe hier was mit reingenommen. Einmal den hier, den Kollegen. Einmal den Kollegen und einmal den Kollegen. Aber ich würde eher sagen, wir nehmen den Kollegen. Braucht 125 PS und das sollten wir auf jeden Fall mit unserem Traktor schaffen. Hier mit dem Fendt, der hat 150 PS, von daher, das sollte kein Problem sein. Den würde ich kaufen. Kaufen wir auch neu, das passt schon. Ja, okay. Und dann kaufen wir direkt nochmal Mineraldünger, damit wir hier natürlich direkt auch düngen können. Kaufen wir 2 Big Bags erstmal. Sollte, denke ich mal, erstmal reichen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir hier natürlich einmal den Düngestreuer ankoppeln und auffüllen, zum Feld 45 fahren und dort schon das erste Mal düngen. Das sollte, denke ich mal, nicht das große Problem werden. Jetzt kriegen wir hin. Das zweite Big Bag noch, den zweiten Big Bag noch hier einmal einfüllen. Dann haben wir das auch erledigt. Sehr gut. Dann können wir jetzt einmal zum Feld 45 fahren und einmal dann Feld 45 düngen. Da ist das Schild wieder umgefallen. Egal, passiert. Das passiert. Das können wir nicht ändern.
Was wir ändern können, ist die Düngung des Feldes 45 und das werden wir jetzt machen. So, einmal hier entlang. Hoppala. Sehr gut. Ich hoffe, ich fahre auch richtig, aber müsste eigentlich so sein. Müsste eigentlich richtig fahren. Falls nicht, haben wir ein Problem. Falls nicht, haben wir ein Problem. Aber ich meine, wir fahren richtig. Sieht zumindest bis jetzt alles relativ richtig aus, ne? Bis jetzt alles relativ richtig aus. Ne, ich wollte einfach in der Nacht noch zumindest die Einsatz fertig machen, damit wir das zumindest durch haben. Und jetzt gehen wir halt in Richtung Düngung und der weiteren Aufgaben. Wir können heute auch gucken, dass wir noch Hühner holen. Ich wollte Hühner zumindest holen. Ich wollte die Palette holen für Dings. Für wie heißt's, für Viehzeug, für Eier, ich will Viehzeug, Palette für Viehzeug, ja, Palette für Eier wollte ich auch noch holen, das kriegen wir auch noch alles hin, sollten wir schaffen, wir müssen jetzt einfach erstmal, wie gesagt, zum Hof fahren, beziehungsweise zum Feld 45, dann können wir da anfangen zu düngen. Hier vorne ist es. Dann können wir das zumindest mal düngen. Dann haben wir da zumindest schon mal eine bessere Ernte raus als ohne Düngung. Und dann, wenn wir Zeit haben, werden wir mal nach und nach das Feld pflügen. Vielleicht finde ich noch einen Flug, der wesentlich besser ist als ein 2-Meter-Flug, ne? Mit dem wir ordentlich auch arbeiten können. Schauen wir mal. Aber ich habe jetzt erstmal gesagt, okay, komm, ich verzichte aufs Flügen, weil es einfach gerade relativ viel Zeit raubt. So. Sehr gut. Das sieht sehr gut aus, Leute. Das sieht sehr gut aus. Kriegen wir natürlich jetzt einiges geschafft, Leute. Coole Sache. Wirklich coole Sache, Leute. Gut, 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 gut. So. Einmal den Rest des Feldes noch. Dann mit der ersten Wachstumsstufe nochmal düngen. Dann sollte es eigentlich passen. Dann sollte es eigentlich passen, Leute. So, einmal hier. Nächste Spur. Dann kommt gleich nochmal die letzte Spur. Sehr gut, die Düngung ist erfolgreich. Haben wir noch eine Mission zum Düngen? Gerade. Ne, alles nur grubbern, ne? Alles nur grubbern, okay. Geht klar.
Das alles nur grubbern. Na gut, dann fahren wir jetzt mal wieder auf den Hof. Dann haben wir zumindest die Düngung erstmal erfolgreich. Fürs Erste. Wenn wir gucken, wo wir den Düngestreu unterstellen werden. Das ist jetzt die Frage, sollen wir den hier reinfahren? So. So, sehr gut. Sehr gut. Folgendes, das ist der mit dem Flug, da. Das ist die Sämaschine. Grubber haben wir hier stehen, genau. Bedeutet, wir können jetzt hingehen. Wir können ja sonst nichts machen gerade, ne? Wir können hier gerade nichts machen hier. Unsere Fläche hier ist noch nicht mähbar. Unsere Wiesenfläche. Im Wachstum, genau. Die ist im Wachstum, da können wir leider nichts machen. Das ist das Blöde daran. Wir können jetzt mal gucken, wegen Hühnern, dass wir natürlich einen Viehanhänger bekommen. Wo ist denn der Viehhändler überhaupt? Der Viehhändler müsste irgendwo auch hier am Dings sein, ne? Ja. Da ist er. Irgendwo da ist der Viehhändler. Da müssen wir auch hin. Ist kein Problem, denke ich mal. Da werden wir jetzt mal einen Viehanhänger holen. Ich habe auch schon einen im Auge. Tiertransport. Gibt es hier den hier für Dings, ne? Aber 12 ist relativ wenig. Ansonsten können wir uns auch den holen. Den können wir 99 Hühner mit transportieren. 6 Kühe, 12 Schaf, 12 Schweine, 14 Schaf oder 9 Pferde. Ich denke mal, den werden wir uns holen, aber mieten. Den werden wir mieten. Okay. Dann können wir uns nämlich noch ein bisschen Geld sparen. Erstmal Motor an. Ab zum Shop. Dann holen wir uns den Kollegen einmal. Anschließend müssen wir natürlich dann einmal die Hühner füttern. Das machen wir auch ohne Probleme. Das ist kein Ding. Das kriegen wir hin. Aber wie viele Hühner sollen wir uns holen? Müssen wir mal gucken. Das müssen wir definitiv mal gucken. Ich will auf jeden Fall nicht zu viele Hühner holen, aber wir werden uns ein paar Hühner holen, definitiv. Damit wir da auf jeden Fall relativ gut dabei sind. Das auf jeden Fall. So. Ab zum Shop. Mal wieder. Also das geht jetzt relativ häufig hier mit dem Shop fahren und was weiß ich was. Aber das kriegen wir hin. Macht auf jeden Fall relativ viel Fun hier auf der Geiselsberg, muss man wirklich sagen. Wer natürlich bei Black Wolf reinschauen will, kann auch da gerne reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie er das angeht alles. Und ja, in dem Sinne, natürlich, will ich natürlich auch hier reinhauen. Da will ich natürlich hier auch reinhauen, Leute. So. Einmal zum Shop den Viehanhänger besorgen. Den haben wir jetzt, wie gesagt, gemietet anstatt gekauft, weil wir jetzt nicht mehr allzu viel Geld über haben und ich will nicht in den Kredit rein, damit ihr dann nur Bescheid wisst. Also es wird relativ eng werden erstmal, das ist klar.
Es wird wirklich relativ eng werden. Wir werden jetzt ein paar Missionen hoffentlich noch machen können, um noch ein bisschen Geld reinzukriegen. Das werden wir mal schauen. Aber es wird definitiv relativ eng werden. Da bin ich mir sicher. Kriegen wir aber alles hin. Das kriegen wir alles hin. So, wir holen jetzt den Viehanhänger. Ist natürlich die Frage, wo ist der Viehhändler? Ist er hier? Ist das der Viehhändler? Sicher? Werden wir sehen. Hoppala. Einmal richtig rausfahren und dann rückwärts dahin fahren. Einmal zurücksetzen. Perfekt. Dann werden wir sehen, ob das der Viehhändler ist. Das ist der Viehhändler. Cool. Also, wir wollen Hühner haben. Wir wollen in Richtung Eierling gehen. Das ist eine Fleischrasse, die extrem schnell wächst und eine kurzfristige Rentabilität hat. Sie benötigt jedoch viel Futter. Okay. Wenn Eier zum Verkauf an erster Stelle stehen, die Rasse benötigt wenig Futter als alle anderen Rassen. Okay, dann werden wir wahrscheinlich das hier holen. Für die Fortpflanzung verwendet. Er ist. In der Herde können Hühner befruchtete Eier legen und brüten diese dann aus. Der Rosterhund wird hauptsächlich für die Fortpflanzung verwendet. Er ist in der Herde. Ist er in der Herde, können Hühner befruchtete Eier legen und brüten diese dann aus. Dann werden wir uns den einmal mitnehmen und natürlich ein paar Hühner. Das werden wir mal machen. Hauptsache erstmal Eier legen. Ich denke, das ist dann in Ordnung. Wir werden jetzt ein paar Euro ausgeben. Die kosten nur 5 Euro, von daher das ist in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tiere wir haben. 60 Tiere, okay. Sollen wir noch ein paar Fleischhühner nehmen? Nee, will ich lassen, oder? 60 Hühner. Kommt. Wir holen noch mehr Hühner. So teuer sind die nicht. 5 Euro ist in Ordnung. Dann machen wir den Hänger voll. Dann sollte es passen. Ja. Klicken, klicken, klicken. Okay. Bestätigen. Okay. Gut. Das sind ein paar Euro gewesen für jetzt Tiere. Das ist aber kein Problem. Wir haben Hühner genug. Zahlen keine Transportkosten. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Meiner Meinung nach. Und dann fahren wir natürlich in Richtung Hof oder zum Hof und werden die Hühner einmal abladen. Werden sie natürlich auch füttern mit Weizen. Deswegen haben wir auch Weizen gepflanzt, um natürlich nochmal zusätzlich Futter für die Hühner zu bekommen, dass wir das nicht kaufen müssen. Ein bisschen Futter haben wir noch zum Start bekommen, aber es wird auf jeden Fall relativ heftig werden auf Dauer. Das ist klar. Kriegen wir aber alles hin. Weinpresse brauchen wir auch noch für das Stroh von dem Feld 45, was dann anfällt und alles. Da werden wir noch, wie gesagt, eine ganze Reihe benötigen an Zeug, aber das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin. So, Fett 45 ist Weizen. Das ist gut. Das bringt natürlich relativ viel Futter für die Hühner. Die Hühner sind eingeladen. Wir haben jetzt ein Hahn und 98 Hühner dabei. Das ist eine ganze Menge. 98 Hühner direkt besorgt. Alter Schwede. Das ist eine ganze Menge. Wir fahren jetzt noch einmal zum Hof. Dauert zwar dann ein paar Minuten länger die Folge, aber ich denke mal nicht, dass das ein großes Problem sein wird. Ist ja nicht mehr weit. Ist ja nicht mehr weit bis zum Hof. Dann haben wir das geschafft. Dann können wir in der nächsten Folge die Hühner versorgen, ausladen und alles weitere machen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen soweit. Wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen um 11 Uhr wieder zu einer neuen Folge LS19 Geiselsberg in der Challenge gegen Black Wolf. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. In dem Sinne sage ich euch natürlich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, Servus und Tschüss.